Jo, servus Leute, ich bin's wieder, 00x1 am Start mit Crysis. Wir haben uns irgendwie im Busch versteckt, frag mich nicht wieso. Beziehungsweise guckt die letzte Folge an, dann wisst ihr wieso. Ja. Okay, the sub's still in the harbor. The cargo doors are sealed tight, so it must be ready to roll. Any intel on how to crack this thing? The only lead I have is a Korean Milnet connection in the harbor. Interface with it and I'll see what I can do. Boah, Alter, Leute, ihr könnt gar nicht glauben, wie mich das nervt, Alter. Die labern und labern und labern. 100 Milliarden Jahre lang labern die da. Okay, so lange nun auch wieder mal nicht, aber gefühlte 100 Milliarden Jahre lang labern die da. Und für nix. Ah, jetzt ist gerade so eine Phase, wo die wieder ruhig sind. Bam, in your face. Alles mit der Ruhe, bleib stehen jetzt. So. What the fuck is this? KPA has been moving munitions into one of the buildings. I saw them with an EMP grenade launcher. Check it out. Alter, was the terminal you need to access is in one of the KPA prefabs on the north wall. Ist das nicht irgendwie demütigend? Man schießt dreimal, trifft aber kein einziges Mal, ey. Das ist doch demütigend. Boah, aber irgendwie gehen mir gerade die scheiß Japsen hier im Spiel auf den Keks. Boah, ehrlich, ich habe nichts gegen Japsen oder allein schon an meiner Aussprache hört man. Egal. Ich habe eigentlich nichts gegen Japaner. Ich finde die richtig cool, weil die alles, die erforschen alles, erfinden alle neue Technologien und irgendwann mal gucken die da auch im Weltraum rum, weil die es endlich geblickt haben, wie man da so, wie nennt man das bestimmt? Bestimmt haben die es irgendwann mal geblickt, wie man auf dem Mond überleben kann. Wir Deutschen gucken hier noch rum, aber in diesem Game sind die Japsen gerade echt der letzte Dreck. Die nerven hier sowas von Scheiße. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin so ein Drecksnazi und so. Nein. Ich bin ja, ich habe ja selber russische Wurzeln, beziehungsweise meine Familie hat russische Wurzeln. Ja, meine Mom, mein Dad waren, sind beide Russen. Aber wir haben ganz früher deutsche, von ganz, ganz früher deutsche Vorfahren. Mal so einen kleinen Ausflug in meine Familiengeschichte. ja. Wollen wir mal ein bisschen Aufmerksamkeit dort hinten erregen? Dass sie denken, dass dort hinten irgendwas ist. Vielleicht klappt es sogar. Oh, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einen Typen mitgenommen. So. Schrotti. Genau deswegen nehme ich die Schrotti. Ich hoffe, den habe ich gerade mitgenommen. Oh, Feuer in der Luft, ja. Also. Ja. Aber sonst ist eigentlich alles voll okay hier gerade so. Location so. Und zwar sollte ich hier irgendwas machen. Ja, fick dich. So, dort hinten dürfte noch irgendein. Hey Gurke. Hier sollte doch irgendwo eine Gurke rumgammeln, so eine Japsengurke. Atomgurke, komm her. Ja, Atomgurken forever. Nichts gegen Atomgurken. So. Da sind Granatenwerfer. Brauchen wir aber gerade jetzt noch nicht. Ich mag die nicht wirklich. Weil die machen mehr Krach als Leistung. Verreck, du Hund, verreck. So. Weiter geht's. Und kaltblütig knall ich die hier um. Hey, das ist doch wirklich kaltblütig, was ich hier schon mache. Schon fast kriminell, würden manche Leute sagen. Okay. Hauen Sie einen an. Ich glaube, ich habe gerade einen in die Luft gejagt, unbewusst. So. Jetzt wollte ich gerade hier auf Dauerfeuer bleiben. Soweit ich mich noch erinnern kann, irgendwie
Hat nicht hier irgendwas? Ah, ja, da vorne ist ein Geschütz. Wirklich, scheiß Geschütz. Ich mag Geschütze nicht wirklich. Die nerven voll. Na, na, na. Ja, ich bin auf etwas unglaublich Geiles gestoßen oder Cooles heute. Ich war so ein bisschen auf YouTube unterwegs, wie immer halt. Und dann habe ich einen Kollegen gefunden, beziehungsweise Kollegin, muss ich sagen. Eine Let's Playerin. Doch, tatsächlich, es gibt auch sowas auf der Welt. Ich dachte, Let's Plays waren 90% besteht die Let's Play Community so aus so Männern und beziehungsweise aus Jungs. Und ehrlich, ich habe eine Frau gefunden. Die ihr Kanal heißt Schubladentrollin LP, glaube ich. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Richtig geile Kommentare. Ich finde ihre Stimme finde ich richtig geil. Und ja, hiermit oute ich mich als Fan. The container's nowhere to be seen. They must have those warheads on the sub already. I've got KDA positions flagging red all over your combat area. Korean reinforcement chocks are zeroing in on your position as we speak. How did this happen? I guess that was me. Das kotzt mich an. Die labern und labern und labern und hören nicht auf zu labern. Hier hinten war noch ein. Ach da. Komm her, Mom. No, she's right. I better get this VTOL back on deck. You be safe now. You hear me? Psycho, that submarine is still scheduled to leave any moment. You've got minutes before your entire area is overrun by KPA forces. Our only hope is for you to get on board. So. Ich hab noch genau einen Schuss. Oh. Fuck you. Also, ey, wo kommen die Leute schon wieder her? Ich dachte, ich hätte hier alles abgeknallt. Fuck you. Oh, fick dich, fick dich. So. Aus welchen Löchern kommen die jetzt gekrochen, ehrlich? Aber egal. Lass mal weiterlaufen. Ja, jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Wo war ich denn? Guck, dort hinten. Guck. Dort hinten ist schon wieder ein Wichser. Ich blick nicht, was der. Und ich blick nicht, von wo kommen die ganzen Wichser? Oh, guck mal. Und was ich bei dem Spiel auch noch voll komisch finde: Du siehst nie irgendjemanden normal verrecken und rumflacken. Die setzen sich hin, machen Spagat auf den Boden und hast denn nicht gesehen, aber die nie einfach nur hin. Ups. Okay. Ja. Ich habe irgendwie schon meine Zeit verbraucht. Aber egal, das wird halt ein bisschen längerer Part. Wo sind die ganzen Leute von hier hin? Ah, dort hinten sind wir hier. Ah, fuck you. Na, 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 na. So. Jawohl. Ah, da ist der Hubschrauber, der fucking Hubschrauber. Ja, lass Scheiß auf den Hubschrauber. Ich soll irgendwo dahin. Oh. Der hat jetzt hier schon wieder Rauchgranaten rumgeworfen. Ach, scheiß doch drauf. Da ist eine Leiter. Ach, der liefert neue. Ach, so sieht das aus. Okay. So, und jetzt wo ist der scheiß Hubschrauber? Ach, der macht eine Leine. Der zieht die Leine. Okay, und da knallt mich noch irgendwie jemand ab. Ja, lade. Lade, 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 lade. Jetzt. So. Ach, geh baden. So. Ich
soll irgendwie hier hin. Und ja, mal sehen. Muss ich jetzt Angst haben? Irgendwie ist das ein U-Boot und die Luke wird geschlossen, also fahren wir irgendwo hin. Oh, da ist ein Zeichen. Ist das giftig oder ist das... Nee, ist nicht Atomzeichen. Giftigzeichen kann sein. Schreibt mir mal in den Comments, was das für ein Zeichen war. Das juckt mich schon irgendwie. Was haben die in diesem... Was transportieren die in diesem hässlichen... WTF ist das? Oh, Alter. Hässlich, Alter. Meine Freunde, die Japsen! Ja, ja, laber nicht. Muppet, Idiot. When we calibrate the suit, it can get a bit tight. Like Crump, only worse. Ja, logisch, quäl mich halt, du Schwanzkopf. Na warte, du Missgeburt, das krieg ich schon noch zurück, ich schwör's dir. Okay, frische Luft. Oh, geil. Okay, so sieht's aus. Ich mache hier einen Cut. Und, ja, hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Okay, ich mache ein Abo, aber nur weil du es bist.